Photoshop. Erst die fotografiert. Ihr kommt hier hin und fotografiert die. Alexei. Und hier. Wir machen nochmal die Tochter. Alyosha. The castration moment. Ah, das ist doch schön. Approche. Ich mache das ein bisschen weniger konkret. Also eigentlich, es ist einfach die Koffer ohne Schuhe, genau. Vielleicht nur mein Schal, und mit Socken. Also genau, so versteht man, es ist sowieso ein bisschen verrückt. Genau. Und jetzt, okay, jetzt probiere ich etwas Neues. Genau. Okay. Und dann ist Schluss, genau. Und dann Schluss, okay. Ja. Während der Ari kommt ihr nach vorne. Und vielleicht merkt ihr dann, wenn sie darüber geht, dass es ihr doch nicht so gut geht. Ne? Also ich liebe Manon. Ich mag nur richtige Frau. Also ich habe keine Lust, eine Frau, die nur in ein Buch geschrieben ist. Ich möchte eine Frau, die lebt. Und das kann ich nur spielen, wenn ich auch ein bisschen nicht besonders mich selbst spiele, weil ich kann jemandem anders spielen, aber jemand, wo ich weiß, das könnte richtig sein. Ist das Schönste, wenn du halt sozusagen so. Ja, bis die Mitte und dann. Ja, genau. Dann von hier. Ja, ja, das ist doch gut. Ich finde das Wort zeitlose Zeit eigentlich ganz schön, weil ich glaube, sozusagen Kunst und Kultur, Theater, Literatur, Oper, Musik lebt halt natürlich davon, dass sie zeitlos ist. Und jetzt ist es bei dieser Art von Stück aus der Zeit, was sehr natürlich mit so einer gewissen Ausstattung und einer Atmosphäre des Belle Époque agiert, ist das, glaube ich, umso wichtiger. Weil ich glaube, natürlich müssen im Zentrum immer moderne Menschen von heute stehen. Und in dem Fall ist es natürlich umso toller, dass die Titelfigur eine moderne junge Frau von heute ist, die wir eben sozusagen so in ihrer kurzen Lebensspanne, in der wir sie kennenlernen, mit 16, bis zu ihrem sehr frühen Ableben mit Anfang 20, auf ihrem Weg durch ein sehr unkontrolliertes, leidenschaftliches, sich verbrennendes, verglühendes, aber voll ausgekostetes Leben begleiten dürfen. Vater! Dann kann man nämlich auch, dann würde ich glaube ich auch, sie zeigt euch das und das ist eine super Idee, was sie da macht. So, ne? So. Ich werde jetzt Drunk Woman play. Das meinst du mit dieser super Idee? Genau. Okay. Das wäre mein, okay. Das ist nicht immer einfach, weil ich bin schon jemandem, der viel sagt und ich kann manchmal, das kann mit manchen Regisseuren ein bisschen wie ein Combat sein, aber hier passiert es ist wunderbar, weil ich kann alles sagen, er hört alles an und nimmt es dann nie persönlich und glaubt, okay, warum will Elsa so viel bestimmen, aber ich denke, es hat nichts zu tun mit Macht, es hat nur zu tun, dass ich möchte die beste Manon herausbringen und deswegen muss ich mich wohlfühlen da drin. Meine Haare sind zu lang. Ja. Ah ja. Ja, probieren wir doch mal, ja. Ja. Dass man es nicht sagt, jetzt trage ich eine Perücke, sondern dass man entweder am Anfang des Liedes oder der ersten Strophe sagt, ich will das alles nicht ich singe. Weil sozusagen so, dass deine Haare haben schon eine Kraft da, finde ich so, ne? Weil sozusagen so natürlich so also, dass ich so, dass du so kommst. Und dann irgendwann during the song. Ja, genau. Genau. Ja, dann mach doch jetzt mal mit der Perücke weiter die Szene. Ja, ich probiere immer mit der Perücke. Ja, mal genau. Sehen. Gut. Je marche sur tout. Ah, ok. Au fond des. C'est quel. Entre deux mois, tout doit fleurir, t'inquiète, évidemment. Je vais à tout ce qui m'attire. Je vais à tout ce qui m'attire.
éclat de rire. Oh. Ich liebe sie viel mehr als vor 2 Jahren her, wenn ich habe das schon gesungen. Und ich habe auch viel mehr Respekt für die Manon. Ich weiß auch jetzt, warum sie solche Wahlen machen. Vorher war ich ein bisschen mehr überrascht, habe ich gedacht, okay, warum wählt sie ein Popstar zu sein oder eine Königin zu sein und nicht ihre liebe Geschichte zu leben. Aber heute verstehe ich das auch als Künstler zum Beispiel. Ich würde, wenn man mich fragt, okay, du musst wählen zwischen eine Familie zu haben oder eine Gesangkarriere zu haben. Ich wähle die Gesangkarriere und das ist so klar und ich denke nicht, ich bin ein Monster. So, ich verstehe jetzt die Manon auch besser. So, dieses Gefühl ist toll, weil ich kann jetzt mit dieser Manon auch mich selbst entwickeln und also natürlich als Sängerin verbessern, aber auch als, ja, als Mensch. Ganz am Schluss. Würdest du halt sozusagen wie Helene Fischer oder Celine Dion halt, gehen doch immer, haben die doch immer so einen Steg ins Publikum sozusagen. So, ne? Ja, ja, ja. Also ich finde es wahrscheinlich besser, oben zu bleiben, aber... Ja. Bis dahin darfst du nur, ja. Ja, dass man am Schluss ein bisschen weiter vorne ist. Probier das mal. Und man braucht kein Mikro mehr am Ende. Ja. Genau, ja. Ja, okay. Sie ist maximal selbstbestimmt, also weil das Leben, wie wir es ja schon unter normalen Umständen erfahren, hat halt viele Möglichkeiten und viele Bereiche, in denen man sich ausleben kann und muss. Und jetzt hat sie das Glück, anders als die Jugend, die jetzt gerade natürlich durch die Pandemie in ihren Möglichkeiten etwas gehemmt ist, hat sie die Möglichkeit, die verschiedenen Wege, die man gehen kann, zu gehen, mit all den vielleicht auch Fehlgriffen, mit all den Enttäuschungen, die das birgt und mit sich bringt, aber so, dass man am Schluss, und das sagt sie am Schluss der Oper, sagen kann, ja, ich habe die Erinnerungen alle in mir. Und das ist, glaube ich, ein sehr positiver Schluss auch, würde ich sagen. Also sie stirbt sehr jung, aber sie stirbt nach einem vollen Leben, also wie halt viele... Rockstars oder so, irgendwie so Live Fast and Die Young. Und das macht sie auf irgendeine Art und Weise auch. Und das tut sie aber nicht als eine gestörte oder psychopathologische Figur und auch nicht als eine moralisch korrumpierte, die am Schluss dann erkennt, ach, ich habe alles falsch gemacht, sondern wie Elsa Dreisig diese Figur entwickelt, ist halt wirklich eine junge, moderne Frau, die ihre eigenen Entscheidungen trifft und ihre eigenen Fehler macht und am Ende aber sagen kann, es hat sich gelohnt, auch wenn es kurz war.
Actually, we are very lucky to have the beautiful opportunity to rehearse, because most of our colleagues, they are sitting home and they don't have activity. And for us it's very important because we have this opportunity to go forward, to have reasons to work for and motivation, and that's very great for us. Even if we are not sure about the performances, and probably we will not have the chance to sing for the audience, for the real audience, and to construct this beautiful energy between us and publicum, but we are still very lucky and happy that we have opportunity to sing for the online watchers, and that's beautiful. And this music is gorgeous. It's just so passionate and so gives so much energy and beautiful story and young characters. It's just a joy. Aufgabe ist es nach wie vor, Oper zu produzieren, so wie es geht. Ich habe gerade vorhin gesagt, wir werden ja sehr jetzt sozusagen gebeten, Homeoffice zu machen. Das ist auch eine Form von Homeoffice, was wir da machen. Und natürlich sehr, sehr bewusst mit den Abständen, mit allen Vorgaben, Hygiene, Schutzmaßnahmen. Aber wir machen unsere Arbeit weiter und es ist unsere Aufgabe und die nehmen wir wahr. Habt ihr hier ein größeres? Ja. Habt ihr ein größeres, also wie ein Paket? Weil du hast ja auch dein Messer. Da kann man nämlich dann irgendwie viel machen. So, wenn aber wirklich so ein, wie auch immer, gerade ist es gut gelaufen. Natürlich ist es gut gelaufen, weil er hat halt abgezweigt von einem. Ne? Ja, klar. Und dann kann man auch wieder mehr spielen mit ihm. Dann kann man ihn fast was, wollt ihr was haben oder Ding. Wenn das mit dem Messer so, eigentlich ist es ja, man sticht rein. Ja. Ja. Genau. Einmal hierher. Und ja, irgendwie. Anbieten, und durch das Anbieten kommt es halt eher zu diesem Schneesturm. So. Weißt du, dass es gar nicht so der hier ist, ey, sondern. Ach, scheiß drauf, dann mache ich halt richtig. Dann, also, weil hier ist es, glaube ich, schöner, auch das Große zu haben. Warum sparen, wenn man nicht? Ich habe doch was für uns alle. Ja. Ah, das ist doch schön. Approche. Ja, genau. Dann könnt ihr kommen, ja? Geoffrey Bijou for the. Ja, genau. Und dann kommen alle hingelaufen. Genau. Ja, ich glaube, so ist besser, dass du steuerst. So, ja. Da, wenn sie anfangen, kommt doch dann noch mehr nach vorne, wenn du dann noch nimmst. So. Ich glaub, früher als jetzt, also wenn sie dann drauf sind im Nachspiel, sondern dass du da noch weiter nach vorne kommst, dass man das Bild von den dreien ein bisschen mehr sieht. Und vielleicht kannst du ja tatsächlich so, dann halt plötzlich, ich weiß nicht genau, irgendwie sehen, ein Orchester und einen Dirigenten, du drehst durch langsam. So. Je ferai un bijou pour des baisers.
Natürlich sind Endproben und Theater und Oper grundsätzlich was Leidenschaftliches auf der Bühne, aber auch vor der Bühne. Und als Regisseur lässt man sich natürlich auch davon anstecken, aber es ist natürlich, wie man das immer kontrollieren muss, muss man das natürlich jetzt unter den ganzen Bedingungen, dass wir überhaupt hier proben und arbeiten dürfen, sozusagen so noch mal mehr. Also die Oper hatte natürlich ein fantastisches Sicherheits- und Hygienekonzept und das ermöglicht, dass man sich dann kontrolliert, leidenschaftlich miteinander unterhalten kann. Wow. Und du bist ein bisschen scheuer, glaube ich. Also machst du schon sozusagen, das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, der hat uns viel machen lassen einfach. Er hat uns irgendwie so, mir hat er einfach einen Becher in die Hand gegeben und es war dann so mein Ding. Ich hatte diesen Becher, in dem ich die ganze Zeit irgendwie wie so ein Kind die ganze Zeit mit Strohhalm dran nuckel. Und nee, der machst du hier so ein bisschen umständlich. So. Gut, genau, dann wäre, und auch, glaube ich, wie macht man das? Genau. Du trinkst immer ein bisschen die Reste. Das kann man im ersten Mal nämlich auch an einer Stelle. Soll ich den einfach reinschütten, dann den Rest? Dann hätte ich den Strohhalm nämlich wieder. Ich würde den Becher wegschmeißen und den Schwamm behalten. Genau. Oh, okay. Dann hast du. Irgendwie hatte man schnell ein Gefühl für die Rolle, wo es hingehen soll. Also wir haben darüber diskutiert, meine musikalischen Probe, was diese Rolle eigentlich ist. Und die sind ja eigentlich auch alle Schauspielerinnen des 19. Jahrhunderts. Und deine Kollegin hat gefragt, sind wir eigentlich Prostituierte dann? Und wir haben da ein bisschen diskutiert drüber, weil diese Abgrenzung ist ja nicht so klar eigentlich. Das sind irgendwie so, man würde sagen, jetzt wahrscheinlich eine Hostess oder sowas. Also ja, also es ist so ein Zwischending, wo wir uns drin bewegen, dass Männer wollen uns, aber wir sind noch ein bisschen von der Gesellschaft vielleicht ein bisschen abgehoben, vielleicht auch nicht. Also das ist so ein Spiel. Also ich habe tatsächlich so die Qualität der Oper beim ersten zwei, dreimal Hören nicht entdeckt. Da bin ich so ein bisschen über manche Sachen im Libretto gestolpert, wo ich dachte, das wirkte ein bisschen staubig oder ein bisschen klamottig oder sowas. Und erst durchs Hören ist mir plötzlich eine ganz andere Welt aufgegangen. Und das ist so eine Welt von einer großen Melancholie und Sehnsucht. Und gar nicht so diese, also der Glamour natürlich auch, spielt eine große Rolle. Aber ich finde gerade diese Tiefe, die Figur hat, und diese Verlorenheit auch in diesen Entscheidungen, was sie immer trifft. Also sie hat ja immer so Lebensentscheidungen, die sie trifft von Akt zu Akt, die sehr relevant sind und alles bestimmt. Und was eben mitschwingt und jetzt auch in der Inszenierung ist immer so eine bestimmte Melancholie oder so eine Hoffnung und Suche. Also die Suche ist, glaube ich, auch wichtig. Und das sollen die Räume auch zeigen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es einfach ist. Es ist für uns sehr kompliziert. Aber ich muss sagen, mit meinen Kollegen hier in Hamburg, die bemühen sich so sehr, die wollen spielen, die wollen singen, die wollen mitmachen. Das macht alles leichter. Aber wir müssen komischerweise zweimal mehr arbeiten als normal. Wenn wir in normaler Betrieb arbeiten, aber ja, wir müssen das machen. Es gibt keine andere Lösung. Entweder spielen oder zu Hause bleiben. Und zu Hause ist keine Option für Künstler.